Guten Abend, liebe Opernfreunde, heute besonders die Wiener Opernfreunde, denn heute stehe ich hier in der wunderschönen Wiener Statue, können Sie sehen hinter mir, das Foyer im Eingang wunderbar erhalten. Ja, heute war Siegfried, der zweite Ringzyklus ist also in Fahrt gekommen, Götterdämmerung kommt noch. Ich war in der Walküre vor 3 Tagen oder vor 4 Tagen, heute Siegfried, und der Siegfried ist schon das Schlagwort, denn das Wichtigste heute ist die Feststellung, dass Klaus-Florian Vogt nach seinem wunderbaren Debüt mit der Rolle in Zürich vor einiger Zeit auch hier in dem großen Haus an der Wiener Staatsoper voll reüssieren konnte. Also es ist unglaublich, die Stimme hat wunderbare Kraft entfaltet, er hat auch nicht gespart. Man hat sehr schön Details vernommen, diese menschliche Art und Weise der Darstellung, wie er auch in Zürich brachte, hat er hier auch mit einem sehr guten Mime gebracht, Matthias Schmidt-Lechner. Hervorragende Rollendarsteller, auch gute Stimme. Die beiden passten hervorragend zusammen. Dann war die Ehe da, eine wunderbare neue Noah Beinhardt. Der Wotan, ja, Eric Owens ist nach dem ersten Aufzug ausgefallen. Er konnte nicht mehr singen, da hatte ich immer noch diesen Infekt. Thomas Konietzny ist wieder eingesprungen. Wie immer natürlich ein fantastischer Darsteller, die Runde sehr intensiv gestaltet. Die Stimme ist vielleicht Geschmackssache, mir ist sie einfach zu nasal. Das kam auch in der Walküre wieder zum Tragen, hier heute Abend auch wieder. Aber er ist beim Publikum sehr beliebt, er wirkt halt wahnsinnig intensiv auf der Bühne und er hat eine sehr laute Stimme. Manchmal ist es auch zu laut, manchmal könnten Zwischentöne auch mehr bringen. Hervorragend Michael Nott als Alberich. Ich hätte mir manchmal gewünscht, die beiden hätten getauscht. Sehr schöne Stimme, sehr gesanglich. Ein Bassbariton, der offenbar eine ganz große Zukunft hat. Maria Nazarova als Wallvogel, nicht ganz wortverständlich. In Enger, wie immer, ein guter Fafner. Ja, und Ricarda Meerbett. Ricarda Meerbett, ich weiß nicht, ob sie eine hochdramatische ist. Sie hat die schweren Töne am Schluss alle sehr gut gemeistert, die 3 H's und das C. Aber in der Mittellage kommt die Stimme immer wieder in einen Sprechgesang und dann kommen auch oft sehr unschöne Töne auch heraus, sehr dunkle, abfallende Laute. So ganz durchgängig gefällt mir diese Leistung nicht, aber natürlich hat sie ein Potenzial für Wagner. So viel für heute. Ich muss aber auch noch sagen kurz, dass ich hier nach einer mittelmäßigen Walküre und diesem Siegfried heute mit einigen glänzenden, auf Weltklasse-Niveau fungierenden Sängern zwischendurch noch gesehen habe, die Madame Butterfly mit Sonja Jontscheva, die also zum Niederknien war. Fantastisch. Auch die Inszenierung von Minghella. Ein echtes Kleinod der Wiener Staatsoper. Und gestern Cavalleria Rusticana und Bajazzo mit der Elena Stichina als Santuzza und Asmik Grigorian als Nedda ebenfalls vom Besten. Insofern waren hier einige unterschiedliche Eindrücke in den letzten 5 Tagen zu vermelden. Und das wäre alles für heute. Jetzt will ich nach Zürich weiterfahren und Neapel. Dort kommen einige andere Opern. Schöne Grüße aus Wien, Ihr Klaus Biller.